Und damit herzlich willkommen zu Let's Play They Are Billions. Ja, bis die Folge rauskommt, geht garantiert noch ein bisschen Zeit ins Land. Einer, der mir am meisten hier immer schreibt, hat mir mal ein Video gezeigt, wie das Profis machen. Also ein Profi macht, der das Spiel wirklich beherrscht. Und da ist mir... Ich habe bloß so die ersten 20 Minuten übersprungen und mir sind ein paar Sachen aufgefallen, die ich einfach die ganze Zeit schon falsch mache. Ich habe mir jetzt keine Tipps oder so angeschaut, ich habe das selber rausgefunden anhand von dem, was er gemacht hat. Fehler Nummer 1. Wir müssen gleich am Anfang bauen. Tag 1. Bauen. Bevor ich anfange zu auszukundschaften. Grund, das ist auch schon Geld. Ich habe viele andere Sachen auch noch falsch gemacht. Habe ich die nicht losgeschickt? Das habe ich auch falsch gemacht. Weil ich habe wirklich den ersten Tag quasi verschwendet. Das sind Einnahmen gewesen, die ich hätte anders nutzen können. Auch wenn meine Katze das nicht gefällt. Ich hätte das anders nutzen können. Ich werde trotzdem erstmal rumschauen. Wisst ihr was? Wir lassen das mit rumschauen. Ein bisschen. Du gehst hier rüber. Du gehst hier hin. Ein bisschen umschauen sollte ich mich schon. Ah, das ist ja kacke. Und schon hätten wir ein paar Einnahmen mehr. Zweiter Fehler, ich muss wirklich von Anfang an kämpfen. Mit allem, was ich habe. Du gehst hier hin, das ist einfach zu verteidigen. So, wir haben wieder Güter. Bauen. Ich muss sagen, er hatte auch ein bisschen Glück. Er hat nämlich ein paar Lebensmittelvorräte gleich am Anfang gefunden und anderes Zeug. Oh, wir haben Gold gefunden und anderes Zeug. Auch nicht schlecht. Das Stein, das ist gut. Okay, das Ding wird wieder abgerissen. Da brauche ich dann später was anderes. Was Wichtigeres, nämlich das hier. Ich baue es trotzdem schon mal, auch wenn ich es noch nicht unbedingt brauche. Weil ich einfach das Geld gefunden habe. Das hätte ich jetzt auch nicht gemacht. Da komme ich nicht hin. Ich lasse gleich mal kurz zwischendrin meine Katze raus. Los, essen. Ach so, genau, den Fehler mache ich auch schon wieder. Gleich am Anfang muss man weniger damit rechnen, dass die... Es kommen gar in dem Zeitraum absolut noch keine Störwellen. Und deshalb kann man hier Stunk machen, so viel man will. Ah, es sind zwei, okay. Den davor kann ich nicht angreifen. Ah, okay, der ist tot. Ich muss nur aufpassen, dass nicht zu viele mit einmal werden. Ach, natürlich. So, dann kriegen die auch die Erfahrung, die sie brauchen. Du hilfst mal hiermit. Ach, das packt der. Okay, ich brauche unbedingt mehr Essen. Wir müssen wirklich maximal expandieren. Okay, let's do this.
Wir brauchen echt haufenweise Essen. Okay, kriegen wir dann kriegen wir bloß einen Scharfschützen. Eine Farm ist mir deutlich mehr wert. Wohlgemerkt, Tag 1 haben wir jetzt schon den ersten Bürgermeister. Da habe ich gerade erst mal angefangen, Häuser zu bauen sonst. Das macht einen deutlichen Unterschied aus. Ich kapiere es nicht. Es macht schon einen deutlichen Unterschied aus. Hier wäre ein perfekter Ort für eine Farm. Gehen wir mit hier hoch. Progressieren. Hoch. Ja, schieß doch. Geh mal ein Stück zurück. Du schießt noch, das ist gut. Du solltest schießen. Tesla-Spule bringt uns auch wieder mehr. 9. 10. Was kriegen wir hier raus? Das ist viel zu wenig. Man muss wirklich richtig, richtig aggressiv vorgehen. Sonst wird das... Oh, guck mal dieses Land an. Ich baue jetzt eh erstmal Essen, vielleicht kann ich da schon mal die ersten Sachen erforschen. Ich habe das jetzt nur gemacht, weil ich einfach keine Güter habe. Also weil ich sonst kann ich das Zeug nicht verbrauchen. Und die Energie werden wir brauchen, das weiß ich. Geh mal lieber hier hin. Ah ja. War anscheinend die richtige Entscheidung. Wir clearen mit maximaler Effizienz. Das ist gut, der auch. Da hinten ist ein Turm, den ich gebrauchen könnte später. Den Stein da brauche ich auch. Das ist schon Tag 2. Gehen wir mit dahin. Ich brauche nämlich das Essen. Sehr gut, mehr Häuser. Ich muss auch aufhören, dass ich mir Gedanken mache. Okay, kommt nichts. Da muss ich echt aufpassen jetzt vor allem am Anfang, weil das kann sehr in die Hose gehen. Ich bleibe nämlich sehr lange diesmal auf dem Zeltstandard. Denn ich habe mir auch überlegt, ich habe mich erst gefragt, warum macht er das? Aber dann ist es mir natürlich aufgefallen. Häuser kosten 4-mal so viel wie ein Zelt. Klar, da kannst du deutlich mehr von bauen. Und so ein Haus wegzureißen ist weniger schlimm. So ein Zelt wegzureißen kostet dich deutlich weniger als ein Haus wegzureißen. Na warte, sobald ich die ersten Veteranen habe. Geht hier die Party los. Hier baue ich mal aus reinen Forschungsgründen sowas. Ich muss echt auf die Karte achten. Wenn hier einer durchkommt, habe ich ein Problem. Ach hier, deswegen minus 1 Nahrung. Okay, können. Nein.
Jetzt ist zwar noch eigentlich zu früh. Ich mach's trotzdem mal. Weil ich da hinten nicht hinkomme. Es ist nicht wirklich effizient jetzt, aber ich mach's. Falls doch was durchschlüpft. Ja, endlich. Auch immer so ewig lang, um aufzuleveln. Hat sich schon gelohnt. Nächste Nahrungsquelle wäre hier oben. Da komme ich aber noch nicht dran. Weiter. Hier oben mache ich auch gerade nichts mehr, das ist nicht gut. So, mit hoher Wahrscheinlichkeit gehen sie da zuerst drauf. Und du gehst mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die zuerst drauf. Mann, auf diese Art und Weise ist es echt nicht so mein Ding, weil ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich lebe am Limit hier. Was ich eigentlich auch tue. Müsste hier hin. Ich komme gerade echt nicht an Essen ran. Und das bremst mich gerade sehr, sehr stark aus. Vielleicht brauche ich doch mal so ein Ding. Wenn ich genug Holz habe. Weil gerade kann ich mit meinem Gold nichts anfangen. Wohlgemerkt, der, den ich zugeschaut habe, der hat an... Und wann war das? Tag 15 hat er schon den Steinmetz gehabt. Ich habe immer angestrebt, Tag... hallo? Ich hatte immer den Tag 25 angestrebt. Also, das sind schon mal deutliche Unterschiede. Guck mal mit. Geh mal da hoch. Wo? Okay, den Hammer. Hilf mal mit. Vorrücken. Ich rück wahrscheinlich schon wieder nicht effizient genug vor. Noch irgendwo? Vorwärts. Auch vorwärts. Wir müssen permanent Einheiten bauen. Ui, unser Geld ist bald voll, das ist nicht gut. Ich komme gerade aber echt nicht an Essen ran. Da hat es der leichter gehabt.
Der hat gleich zwei Nahrungskisten noch gehabt am Anfang. Und... Komm schon, werd endlich fertig. So. Erstmal die Farm erforschen. Ich glaube, nach hinten würde ich gerne gehen. Alles möglich. Ach du Scheiße. Das Gute ist, er lockt alles hierher, wirklich. Ich kapiere es manchmal nicht. Manchmal geht's, manchmal nicht. Da hätte ich gern noch. Okay, ich brauche vielleicht doch demnächst eine Kaserne. Denn ehrlich gesagt, ich kann gerade nichts mit dem Geld anfangen. Das ist der einzige Grund, warum ich eine Kaserne bauen sollte. Oh, jetzt geht's hier auf jeden Fall besser. Volles Geld. Ah, in die Ecke. Ich war auch nicht mehr lange, dann ist er auch aufgelevelt. Könntest auch die Gegner bekämpfen, die dich angreifen. So. Das. Ich hasse einfach Verschwendung von Geldern. Mit ein paar Soldaten könnte ich dann hier alles garantiert sichern. Der ist zwar Veteran, er hat aber trotzdem Probleme. Es sind einfach zu viele. Ich habe einfach kein Essen. Da komme ich einfach nicht vorwärts erstmal. Ist echt so gut, dass ich das gebaut habe. Der hier ständig Schiss. Okay, wir haben die Kaserne. Ich habe eh gerade zu viel Geld. Das hat sich auch schon ausgezahlt, dass ich das da habe. Sehr gut. Hol dir den gleich mit. Okay, wir haben eine Balliste. Oh,
Okay, hast es geschafft. Wir müssen auf jeden Fall. Das ist echt der perfekte Prellbock. Ne, weißt du was? Hier mit hin. Ne, erstmal hier hin. Das stört mich nämlich. Sehr gut. Die Katze schaut wieder ganz fasziniert, was ich hier tue. Hier hin. Vorrücken. Ja, ich bin wahrscheinlich doch wieder mein altes Muster verfallen. Das ist sehr ärgerlich. Allerdings, ich komme an kein Essen ran. Jetzt vielleicht. Das hat mich jetzt echt stark ausgebremst, muss ich sagen. Ich muss das Gebiet hier oben holen. Ganz schnell. Denn ohne Essen kann ich gar nichts machen. Ich sehe auch gerade hier absolut keine Arbeiter mehr. Das ist recht beschissen. Hey, lässt du das mal? Brauche euch alle hier oben. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch eigentlich Nahrung gekriegt. Wo ist denn die? Aber die ist ja schon da. Vorrücken. 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 Da tue ich alles zu euch. So, jetzt komme ich hier vielleicht mal vorwärts. Ich würde mich echt freuen. Also im Kampffall könnte ich ein... Ich habe keine Ahnung, worauf er schießt. Worauf sie schießt. Ich konnte es nicht sehen, aber sie hat geschossen. Lock die alle mal hier runter. Da ist Energie, das ist super. Das schaffen wir schon. Hier muss die Technologie weitergehen auf jeden Fall. Be
Orgen. Es geht viel zu langsam. Wenn ich die erste Farm habe, ich glaube, dann geht's vorwärts. Das müsst ihr jetzt aushalten. Können wir die 46? Units under attack. Klar. Warum auch nicht? Schick doch noch 10.000 mehr rein. Wo ist er? Da. Our soldiers are in trouble. Order, sir. Wieder hoch. Sobald ich Farm habe, geht's ab. Einen hätte ich gern noch. Hier. Der Soldat ist zwar gut, aber er sieht halt nicht genug. Vorrücken. Vorrücken. Ich hab mal lieber repariert, wenn ich ehrlich bin. Okay. Jetzt können wir so richtig loslegen. Fast. Wir werden jetzt trotzdem anfangen loszulegen. Ob ich die Häuser jetzt hier so gebrauchen kann letzten Endes, ist erstmal Wurst. Sie bringen Einwohner und damit Geld rein. Und Arbeiter. Dann kann ich den hier hochschicken. Dann kann ich mir das Gebiet sichern. Eigentlich müssten die auf den gehen. Machen sie aber nicht. So, wo kriege ich hier noch so ein Ding hin? Ja. Sollte eigentlich nicht direkt einer durchgehen. Wie weit komme ich denn da hin? Oh, natürlich. Okay, mit ein bisschen Glück laufen sie hier durch. Ach, Kacke, ey. Ich lasse mir was einfallen. Wir könnten auch hier lang gehen. Zur Not kann ich sie eigentlich ablenken. Das passt schon.
Selbst wenn sie hier durchlaufen, kann ich sie rüberlenken. Ich muss nur das Ding rechtzeitig fertig kriegen. Und damit ist das ganze Essen erstmal wieder verbraucht. Das ist aber okay. Verrücken. Die rennen garantiert hier recht zu. Deshalb da immer zubauen an solchen Stellen. Hallo? Die bleibt hier für Notfälle. Unser Einkommen ist noch eigentlich erbärmlich, wenn ich ehrlich bin. Da könnte ich dann später auch Holz holen. Oder hier? Kann ich hier später Holz? Ja. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Oder laufen die jetzt etwa hier rechts rum? Ne, der Logik halber müssten sie hier lang gehen. Ah, da kommen sie, okay. Bei der ersten Welle geht das noch. Okay, hier oben muss es aber weitergehen. Show must go on. Müsste eigentlich schaffen. Bei der ersten Welle schafft es noch. Immer darauf den stärksten erstmal. Ey, mach mich jetzt nicht schwach. Schieß doch auf die, Mensch. Fuck, ey, das gibt's doch. Ey, ernsthaft, ich hab immer so viel Glück in dem Spiel. Das lockt jetzt natürlich noch mehr an. Hoch da. Ich werde noch irgendwie ablenken können, aber ich glaube, die überrennen mich jetzt einfach nur deswegen, weil ich das... Was? Ach, fuck, ey. Das war's. Ich kriege ihn nicht mehr abgewehrt. Ja. Okay, ist ein Jüngling drin. Ach, natürlich, die ignorieren Jüngling. Was, wo denn? Ach, da, okay. Ich versuche mal trotzdem hier weiterzubauen.
Vielleicht kriegt man es ja doch noch. Wir müssen nur lang genug aushalten. Bis die Balliste steht. Und sie steht. Wir haben zwar ein paar, auch eine Veteranin verloren. Den haben sie es ganz schön gegeben, ein Glück. Es ist wirklich Glück, dass ich das Ding hatte. Ach so, Energieversorgung, klar. Die Reparaturkosten sind deutlich geringer. Okay, wir haben Lebensmittel. Das heißt mehr Häuser. Ich könnte eigentlich drüber nach. Wir haben wahrscheinlich keine Energie. Ja. Okay, dann brauchen wir wieder Essen. So. Oh. Das finde ich außerordentlich gut. Bringt mir bloß anscheinend noch nichts. Ist wahrscheinlich eher was für die hohen Gebäude. Ach, kommt aber über alles. Wenn ich Energie habe, baue ich hier irgendwo ein Lager hin, glaube ich. Eigentlich tatsächlich könnte ich ein Steinmetz bauen. Die Güter sind da. Ja, warte, sobald ich das habe. Warum steht da eine 2? Vorrücken. Wir müssen auch langsam hier oben mal die Güter holen. Ist das Ziel bitte?